Willkommen zu meinem Jahresrückblick. Checkt mal euren E-Mail-Account, die E-Mails, da kriegt ihr auch so ein Ding. Schauen wir mal, was ich denn so in dem Jahr erlebt habe. Ja, starte den Panzer, okay, und erlebe, oder? Überlebe, erlebe deine Meilensteine des Jahres. Mal gespannt. Mauszeiger stört. 24 Mal bin ich verbrannt. Sieh einer an. Oh, 23 Mal versucht zu fliegen. 23 Mal bin ich geflogen. So. Ja, man tut, was man kann, ne? Komisch, dass sie den Progetto genommen haben. Mit dem habe ich dieses Jahr wirklich viel, viel gespielt, ne? Also, ob das jetzt Absicht ist, ob die das dann mehr sehen, wie viel Panzer man, mit wie viel man mit welchem Panzer gespielt hat. 2000 angezündet. So viele. Gar nicht mehr in Erinnerung. Okay. Oh, 61. Oh, hätte mehr sein können. Ich gebe mir nächstes Jahr mehr Mühe, Freunde. Zehnmal bin ich gegangen, alles klar. Okay. Es schneit. Wer ist denn's hier? 3000 Gegner auf den Schrottplatz geschickt. Jawohl, läuft. Bin gespannt, wie viele Spiele ich gespielt habe. Ah, 3425 Gefechte gespielt. Ja, da sieht man, dass ich halt meistens nur abends spiele. Okay, Montagvormittag habe ich meistens auch noch frei, ne? Da bin ich ab und zu auch am Zocken, aber eben, ich bin ein ganz normaler Feierabendspieler. Es gibt ja Leute, die haben 10.000 und noch mehr Gefechte im Jahr gespielt. Aber mir reicht das. Das ist ein Hobby, ein schönes. Okay, als Baumfäller bin ich sehr gut geeignet. 11.000 Bäume gefällt. Alles klar. Ich fahre immer sehr unerkannt durch den Wald, ne? Na, wer es kommt noch? 38 Mal gerammt. Ja, aha. Nur so wenig gerammt. Ja gut, ich fahre den Borghetto viel. Mit dem sollte man nicht allzu viel rammen. 40.000 Mal, uiuiuiui, fast 40.000 Mal auf den Auslöserknopf gedrückt. Oh. Was haben wir denn noch? Ach, ja, ihr wisst ja, ich bin nicht kein besonders guter Schütze. 67%, immerhin mehr als die Hälfte. Das kommt noch. Oh, ich krieg ein Geschenk. Ein Geschenk für mich. Schauen wir mal. Okay, ich muss mich einloggen. Ich sehe da mein Passwort nicht. Jetzt müsste ich mich einloggen ins Spiel, aber das mache ich jetzt nicht mehr. Gut. Ja, ich wollte nur wissen, was das für eine Reise hier ist. Ne? Ich lade dir kein Spiel runter. Das habe ich doch schon runtergeladen. Das haben ja schon ein paar gemerkt. Ich spiele es ab und zu, ne? Nein, nein. Okay. Naja, nichts Besonderes. Ich sage euch dann später noch, was ich da geschenkt bekommen habe. Ich hoffe, ihr habt einen schönen vierten Advent. Und ja, es ist nicht mehr lang bis Weihnachten, ne? Packt schön die Geschenke ein. Lasst das Spiel auch mal ruhen. Geht ein bisschen raus mit euren Lieben. Esst viel Lebkuchen. Und dann wünsche ich euch jetzt schon mal schöne, schöne Weihnachten. Und ja, bis die Tage, gell? Ciao, Leute!